Quabbo ist aktuell in Viererraids und ich will hier zeigen, wie man ihn zu zweit besiegt. Quabbo ist ein Wasser- und Kampf-Pokémon und kann auch aus Quapsel entwickelt werden. Er ist schwach gegen Psycho, Elektro, Pflanze, Flug oder Fee. Bei mir hier setze ich hauptsächlich Psycho und Pflanze ein. Das liegt daran, Psycho-Pokémon sind bei mir die am meisten Schaden machen. Und die Pflanzen-Pokémons machen jetzt am zweitmeisten Schaden, weil aktuell sonnig ist. Das heißt, sie sind wetterverstärkt. Aber zum Einsatz kommt als erstes mal mein Mewtwo. Das ist mein stärkster Mewtwo, den ich habe. Den habe ich durch einen Glückstausch bekommen. Der ist 96% geworden. Und den habe ich voll hochgelevelt. Er macht auch am meisten Schaden, hat auch die spezielle Ladeattacke Psychostoß. Und dementsprechend ist sehr gut einsetzbar gegen Quabbo. Aktuell ist schon mein zweiter Mewtwo im Einsatz, der natürlich die gleiche Ladeattacke hat. Jetzt ist schon über ein Viertel der Zeit vorbei und über ein Viertel seines Lebens ist weg. Also könnte gut ausgehen. Aber das sehen wir dann genauer zur Halbzeit. Wenn man nicht so ein Mewtwo mit seinem Psychostoß hat, kann man natürlich auch viele Pflanzen-Pokémons einsetzen bei dieser Wetterverstärkung, wie zum Beispiel hier meine Roserade. Wie man schon sieht, die macht viel Schaden. Die setzt ihre normale Attacke Rasierblatt und die Ladeattacke Strauchler ein. Und jetzt ist über die Hälfte vorbei und auch das Leben ist weit über die Hälfte von Quabbo weg. Das könnte also richtig gut werden, der Versuch. Meine Roserade hat es leider jetzt nicht mehr geschafft. Jetzt kommt mein nächstes Pokémon. Das ist der Krapilz. Das ist eigentlich auch so ein Kampf-Pokémon, aber natürlich auch Pflanze. Dementsprechend sind seine Attacken auch sehr gut, weil er die Pflanzenattacken Kugelsalat und Strauchler hat. Allerdings sieht man schon, er hält nicht so viel aus. Okay, jetzt kommt noch mein Cheldrar. Der hat Rasierblatt und die Ladeattacke Flora-Statue. Und die macht richtig viel Schaden. Und man sieht es ja auch, alles sehr effektiv. Zeit ist jetzt noch so ungefähr 30 Sekunden. Das könnte gut klappen, weil es hat fast kein Leben mehr, der Quabbo. Schauen wir mal. Und ja, es hat geklappt. Jetzt verstreiche nur ein paar Sekunden. Ja, ja, ist aber jetzt wirklich beendet. Die Belohnungen, die üblichen, wie auch immer. Und jetzt die Zusammenfassung. Okay, die überspringen wir. So, wie fange ich den jetzt am besten? Versuche ich mal nur mit der normalen Beere. Und, eigentlich daneben geworfen, aber irgendwie doch noch getroffen, dass er doch noch eingezogen wird vom Ball. Ja, aber nichts geworden. Naja, machen wir es mal kürzer. Das heißt, werfen. Großartiger Curveball. Und schauen wir mal. Und er, ja, ist drin geblieben. Das Interessante jetzt ist natürlich die Bewertung. Wow, das ist ein starker 3 Sterne. So weit vorne sieht nach 96% aus. Das ist kein schlechter Fang. Hast du Fragen zu dem Video? Dann schreibe sie bitte in die Kommentare. Bitte gib auch einen Daumen nach oben, wenn dir das Video gefallen hat, beziehungsweise abonniere meinen Kanal, um kein neues Video von mir zu verpassen.